So, ihr Lieben, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Hatten wir was hier ins Inventar, ins AH gestellt? Ja, ein bisschen was, ne? Ich glaube zwar nicht. Ja, das ist jetzt alles schon das zweite Mal wieder nicht, sind wir das schon wieder das zweite Mal nicht losgeworden. Ich befürchte fast, wir haben da keine große Chance, was zu verticken. Ja, ich habe mich für Sjol Nerub angemeldet und ihr seht, wir haben auch direkt in den Wald bekommen. Da gehe ich jetzt auch einfach mal rein. Wenn der Healer denn annimmt. Ich wollte gerade mal nach dem Preis für Spielmarken im Moment gucken, weil ich mir doch eigentlich ziemlich sicher bin, dass ich mir WoW mittlerweile selbst finanzieren könnte. Aber irgendwie scheinen im Moment einfach mal gar keine Spielmarken hier drin zu sein. Auf Blackmoor. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Nevermind, liebe Leute. Wir kümmern uns jetzt um Sjol Nerub. Das ist übrigens eine der Instanzen, die nicht später im Time Walker Modus verfügbar sein wird. Das wird Ankhet sein. Sjol Nerub wird, glaube ich, nicht freigeschaltet als Time Walker Modus. Aber ich denke, wenn das gut ankommen wird, dann werden die anderen Instanzen auch nach und nach im Time Walker Modus verfügbar sein. Wieso habe ich jetzt gerade keinen Skillpunkt bekommen? Ich habe das doch jetzt extra gelernt. Eigentlich hätte ich einen Skillpunkt bekommen müssen. Aber dem war nicht so. Gier. Jetzt haben wir einen bekommen. Ja. Das hier ist übrigens jetzt gerade so eine Stelle. Also ihr seht ja hier diese 9 Ads vor dem Boss. Jeweils 3 Spinnen. Und im heroischen Modus gab es dann hier einen Erfolg, den man für den Meta-Proto-Drake gebraucht hat. Dass man all diese 3 Spinnen zusammenpult und dann fertig macht. Und das war damals richtig krass hart. Das glaubt ihr gar nicht. Also da musste man wirklich knallhart die CDs zünden und dann wirklich wegbursten. Das war schon... Hauptsache, wie ist denn mein Ad gestorben? Ach, sollen wir den da hinten fokussen? Ich weiß gerade nicht genau, warum. Aber es wird schon seine Gründe geben. Ich weiß nicht übrigens, ob ihr gerade meinen PC im Hintergrund hört. Irgendwie... Der ist in letzter Zeit einfach mal wieder lauter geworden. Keine Ahnung. Der klappert ein bisschen. Das war alles früher nicht so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass mein PC auf kurz oder lang schlapp macht. Also jetzt nicht, nicht heute, aber irgendwie, keine Ahnung, im nächsten Jahr oder in diesem Jahr noch. Dann ist irgendwann mal wirklich wieder ein neuer dran. Kann mir doch keiner erzählen, hier klaut mir einer mein Leder hier. What the fuck? Da habe ich aber viele Procs gerade. Dementsprechend auch mein Damage hier ausgefallen. Joa. Dingens ist ganz schöner Crap. Brauche ich nicht wirklich. Aber Kirschnern kann ich den natürlich mal eben, ohne dass mir da irgendwer was sagen würde. Keine Ahnung, also wenn jetzt hier doch jemand anderes noch Kirschnern gehabt hätte, dann hätte ich eigentlich hier irgendwie gerade Konkurrenz haben hätte müssen. Haben hätte müssen. Das war übrigens gerade mein Pull. Da habe ich genau das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Schön dem Tank die Arbeit abgenommen und gespottet. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich hatte damals mal einen Gildenmeister, der wurde immer richtig, ich will nicht sagen aggressiv, aber der wurde immer richtig, ja, sauer, wenn man mit dem irgendwie mal eine Hero gegangen ist und dann angefangen hat, für ihn zu pullen. Das hat er gar nicht gemocht. Das musste man sich dann auch einige Male anhören lassen.
Aber das ist ja auch zu Recht, ne? Ich meine, als Tank möchtest du ja irgendwie die Kontrolle haben. Du möchtest ja irgendwie, keine Ahnung, das Ganze so kontrollieren, dass nicht Wild-Ads beim Kampf irgendwie umherlaufen. Und wenn man dann da anfängt, wie wild zu pullen, ist das dann irgendwie nicht so cool. Nice, wir machen direkt mit, jedenfalls in der Theorie mit Achievement. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh. Ganz schön viele Ads. Einer ist auch schon hinüber. Ich kann ihn ja schon mal looten hier. Übrigens auch schon wieder nur Dreck hier drin gewesen. Oh. So viel dazu. Der Vibe kam überraschend. Aber man muss halt eigentlich warten, bis der Boss dann irgendwann im Hauptraum angekommen ist und den nicht schon auf dem Weg töten, weil dann die ganze Zeit nochmal die Ads spawnen. Ah, frag mal den Decay und den Rogue. Einer von denen war das. Der Rogue war auf jeden Fall, glaube ich, als erstes tot. Haben wir hier schon direkt zwei Quests zum Abgeben. Ja. Die Handschuhe halt schon wieder, ne? Da sind, ist ein Int weniger drauf, 5 Ausdauer mehr und 4 Crit weniger. Die sind einfach nicht besser. Die sind, da können wir uns echt querstellen und sagen, ja, es ist WOTLK-Loot. Aber dieser WOTLK-Loot, der ist nicht besser als die Items, die ich mir auf Stufe 70 episch gekauft habe und die ein deutlich niedrigeres Item-Level haben. So viel wirklich dazu. Also, das Item-Level ist täuschend. Einfach nur täuschend. Da darf man sich wirklich nicht drauf verlassen. Oh, das ist aber knapp. Der hat mich gerade fast erwischt, weil ich vergessen habe, mein Levitieren zu benutzen. Mann, 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 Mann. Das lädt immer noch auf. Hier, dem kann ich auch mal levitieren geben. Ist natürlich nicht ganz cool, wenn man jetzt hier gleich runterfallen möchte. Weil hier sollte man das schon wegmachen. Weil sonst, keine Ahnung, fällt man hier 20 Kilometer. Aber kann man... Irgendwie sowieso nicht. Oder hätte man das machen können? Hätte man dann noch irgendwie auf die Zwischenablage gekonnt? Weiß ich gar nicht. Ich merke gerade nur, dass die Instanz mega kurz ist. Hätte ich so nicht gedacht. Mega kurz. Ach, der Boss, genau. Anub Barak als Endboss. Oh, nein! Hab ich den gepult? Nein. Oh. Junge, 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 Junge. Na los! Unser Decay-Tank ist nicht da. Ah. Das ist immer grundsätzlich eine große, große, große Problematik. Wenn der Tank derjenige in der Gruppe ist oder im Raid oder sonst wo, der immer als letztes da ist. Ne? Das ist dezent doof. Um es nett auszudrücken. Das war ja mal gar nix. Die kann man nicht CC, nicht forsten. Das ist ja ein Trauerspiel. Oh!
Mal der Dunkelheit. Keine Ahnung, was das kann. Ich muss mir unbedingt mal hier an der Grids-Anzeige meine... Hier haben wir mal der Dunkelheit. Nee, Kraft entziehen. Schaden um 1% verringert. Ich muss mir irgendwann unbedingt hier die Dots und so anzeigen lassen. So, hier muss man sich mal ein bisschen beeilen. Wenn der pullt, man steht hier noch außen, dann geht die Tür nämlich zu. Hier seht ihr gleich. Dann geht hier nämlich eine Barrikade hoch. Ja, zack. Hatte ich wirklich ausgesprochen oft. Und der Tank stand gerade im Hämmern. Also der macht immer vor sich so einen kegelförmigen Bereich, wo er erstmal ordentlich Damage rausbürstet. Und wenn du da natürlich drin stehen bleibst als Tank, also im Hardcore-Modus damals, im heroischen Modus, nicht Hardcore-Modus, wie komme ich auf Hardcore-Modus? Im heroischen Modus war das damals ein One-Hit. Da sind die Leute auch regelmäßig verreckt. Das war immer schön. Da hat man immer direkt den inoffiziellen Noob-Filter hier bei diesem Encounter gehabt. Oder auch hier diese Stacheln, die dann da aus dem Boden mal rauskommen. Ich meine, der Boden wird aufgewühlt und dann kommen da früher oder später solche Stacheln raus. Hier zack, jetzt schon wieder. Der fliegt hoch. Oder auch nicht. Der stand noch weit genug davon weg. Es ist schon ziemlich peinlich, wenn man es nicht schafft, aus diesen Stacheln rauszugehen. Hämmern wieder. Sehr schön. Haben wir sogar im Speedrun geschafft. So, da haben wir was, was auch nicht besser ist. Wow, wir haben echt gutes Gear. Muss man ja wirklich schon so sagen. Ansonsten könnte ich mir das nicht erklären, warum wirklich jedes Gear, jedes Item, was hier ansatzweise droppen kann, irgendwie wirklich deutlich schlechter ist als das, was wir im Moment haben. Wieso können wir hier nicht Quest abgeben? Muss ich mich raus teleportieren, ne? Das lädt immer noch auf. Ach hier, ah! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, crap. Thanks for the group. Joa, im Endeffekt ein schöner One. Aktionen für WoW-Marken sind momentan nicht verfügbar. Warum eigentlich nicht? Sind die so begehrt oder kauft ihr einfach kein Schwein? Ich weiß es nicht. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen versuchen, hier was loszuwerden. Die Planar-Essenz bin ich leider nicht losgeworden. Den Froststoff kann man eigentlich immer ganz gut loswerden. Was ich nicht verstehe, ist dickes Leder eigentlich. Das hätte ich richtig easy loswerden müssen. Diese Rufmale hier und Siegel. Das ist natürlich immer was Spezielles. Das Ding können wir in die Jagdgründe schicken. Das werden wir sowieso nicht los. 3 Gold dafür, ne? Was ist ein boreanisches Leder wert? Auch nix. Naja, wer hätte es gedacht? Dann werde ich das jetzt eben mal kurz hier, was wir hier noch im Inventar haben, beim Hiha-Händler verticken. Zack, 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 zack. Und das kann auch weg. Ja, das kann auch weg. Gut. Die Perlen auch. Ja, schön. Dann würde ich mal sagen, können wir uns wieder back in die Grizzly-Hügel teleportieren. Wir sind schon fast wieder 75, ne? Das ist echt unglaublich. Einfach unglaublich. Die Zeit vergeht. Wo habe ich hier eine Quest? Ich habe hier eindeutig einen Questmark. Aber irgendwie... Ah, hier. Ehre dem König, Freund. Des Questos. Seid vorsichtig. Sehr schön. Die führen uns gen Süden. Ach, die schöne Grizzly-Hügel-Melodie. Also das ist eine der gelungensten und ja, zur Umgebung passendsten Melodien in ganz World of Warcraft. Ich finde natürlich immer noch die Brachland-Sinfonie und auch den Nagran-Soundtrack unfassbar schön. Aber auch dieser Grizzly-Hügel-Soundtrack ist einfach nur richtig klasse. Also ich würde sagen, ja doch, definitiv. In WoTLK mein Lieblings-Soundtrack, ganz klar. Generell, ich finde auch diese Gegend einfach schön, ja, diese ganze Holzfäller-Stil, ich meine, kann man ja eigentlich schon gut so sagen. Der hat was. Der hat einfach was. Gefällt mir außerordentlich gut.
War das gerade... Nee, das war Allianz. Ich wollte gerade sagen. Mach mich nicht fertig. Kann ich noch nicht wirken? Mach mich nicht... fertig. Es ist immer mal wieder beeindruckend, wie krass unser Burst ist. Aber im Moment, man merkt es einfach wirklich außerordentlich bei diesen Mobs auf meinem Level, dass ich sie nicht mehr so knallhart burste wie noch vor 4-5 Leveln. Also da sah das noch ganz anders aus. Oder wie krass wir noch gebürstet haben, als wir in der boreanischen Tundra unterwegs waren. Das waren ja ganz andere Maßstäbe. Mittlerweile, die haben keinen Charge. Gottlob. Aber irgendwie droppt hier gerade wirklich mal gar nichts. Okay, die müssen ja auch nichts droppen. Aber die Mages müssten was droppen. Und die droppen mal wirklich hier gerade nix. Und es reicht leider nicht, wenn wir hier nur diese Huskals töten. Nevermind. Dann benutze ich das jetzt einfach mal eben als Vorwand, hier eine kleine Pause zu machen. In Voltrune. Und wir machen hier munter, froh und happy, nachdem ich mich gebufft habe, weiter im nächsten Part. Bis dann, macht's gut. Ciao.